Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leia Sophia Folge 5, ne? So. Sind wir wieder hier. Diesmal ist ganz anderes drin, ja? Maldinger. Das jetzt. Ein reines Klavier oder was? Über einen Jungen, der in der Hölle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Wälder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist. Hervorgehoben von einer traumatischen Kindheitserinnerung, er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität wird er in sein Ehrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angebot ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job. Es wird gut gezielt gezahlt, es würde deine Gedanken ablenken. Von nun, du weißt schon, von allen anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Galvell. Nur Klavier war, konnte man ja nicht hin, das war ja versperrt. Das ist nur ein reiner Schrank. Das ist genauso. Gehen wir mal in den nächsten Räumchen. Da ist nix, gar nichts drin. Dieser Block gerade. Jetzt los. Das ist ja eben erst. Und gerade gebaut. Das ist immer toll. Was hier? Hier drin ist noch was anderes da. Das ist praktisch. An. Aus an. Fünfzehnter September. Heute werden wir wieder neue, sogar noch Schlimmeres als die. Der Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Ei. Ei, ei. Jetzt mal wieder hier. Mal ist es wieder anders. Überflut. Wenn man es einmal eine Lampe gibt, die nicht angeht, dann ist etwas. Bin ich. Das ist meine Meinung.
hinterher, wenn ich gerade überhaupt überrascht hat. Mehrere Kollegen hören wollten und nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend waren. Dennoch ihre Frauen und ihnen gegenüber den Fall sorgsam durchgehen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspannungen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie ihre Frau, nicht üblich. Was sie als abartiges Grinsen oder ernährendes Kläffen beschreiben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend finden, könnten in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die sie erwähnten, schreien kleines psychologischen Ursprung. Sicherlich erscheinen eher psychologische Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nicht ist, früher, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich ihrer Aufforderungen, uns ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess. Stärke und Unterstützung, den Wunsch, eine Langzeitrehabilitation mit zu versprechen. Darüber, Kollegen, ein bisschen konnte man nichts versprechen. Verdammter Hurensohn schon oder so. Ja, gehen wir mal weiter. Der Klingel wird leiser, da liegt der Hörer und jetzt es an, meine Damen, und hier fängt es wieder an. Mal wieder die Dinger auf und diesmal ist nichts da. Wir gehen um die Ecke und gehen geradeaus. Hier ist irgendwas getriggert. Muss man irgendwas machen, damit es aufhört. Ja.
Ja, tatsächlich war es die Lösung, zurückzulaufen. Restless Memories. Ah, jetzt schön aufgeräumt. Hirsch. Mal wieder hell. Hope is the mind killer. So zu. Ah, wir fahren schon gut. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tiefer Scheiße gezogen, als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Als auch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können es das zu unserem Vorteil nutzen, dass dich als Opfer des Systems der sozialen als trauernder Ehemann, ein kurzfristiger Verlust der syrischen Fähigkeit, ein übereifriger Bürokrat. Vertrau mir, das ist unsere erste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überschneiden, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du hast deine Tochter immer noch. And still hat er die Tochter immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Was sagen wir, Roller? Und die nächste Tür geht auf. Der Wasserhahn. Schon gedacht, das wäre sonst was. Kinderpuppe. Das ist echt. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss, Verfälle im Wasser, keine Bäder für mich. Und das war's. War's. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.